Hallo und herzlich willkommen hier auf der Grünbergkarte. Die gucken wir uns heute an. So, das ging schnell. Wir gucken uns erstmal hier um, gerade wo wir gespawnt sind. Wir haben ein Türm. Das scheint mir hier ein Dings zu sein. Das scheint mir zu schweben, aber das sieht mir so aus. So, wir sind irgendwo in der Pampe hier. Was ist denn hier? Ja, hier, ne? Schön gemacht. Alles gut. So, wir sind einfach hier auf einer Insel, oder wie das aussieht hier. Ich glaube aber nicht, dass das unser Hof ist. Wir wollen auch nicht zu unserem Hof, sondern wir wollen gucken. So, wir haben Felder, wir haben eine große Karte hier. Wir haben hier Zug, Zug und Zug. Da fährt einer schon. Wir gehen dahin, wo wir den... Das war ja nicht schlecht, ne? So, wir sind hier, da kommt der Zug schon. Okay. Da fährt er vorbei. So, hier ist ein kleiner Bahnhof hier. Das heißt, wir hier oben haben ein Sägewerk. Ein Sägewerk. Bitte was? Was ist das hier? Eine Information. Noch Holz verkaufen. Okay. Ja, Sägewerk, hä? Ist ja jetzt nichts Besonderes, aber gut gemacht hier für Holz. Sehr gut. Hier haben wir die Gesteinsbrecher. Dann haben wir hier Getreidemühle. Gehen wir mal gucken. Ist ein bisschen leer. Zu wenig Deko, würde ich sagen. Hier die Leiter einfach an die Wand geklatscht. Das ist mit Klebeband, ne? Mit Klebeband festgemacht. Oder mit Schnellklebeleim. Schnellklebeleim. Bitte was? So. Ja, ein bisschen hier, ne? Hier ist nicht so gut. Da ist ein bisschen alt, ne? Ein bisschen alt. Die bewegen sich nicht. Ist nicht so viel, ne? Ja. Ist nicht viel. Dann gehen wir weiter. Was haben wir denn hier? Eine Tankstelle. Elektro. Ja, finde ich gut. Ich kann hier auch nicht laufen, weil ich hier irgendwo drin stecke, ne? Ja. Wurde kontrolliert, ne? Von Shines. Gibt's auf Motab. Wurde alles kontrolliert. Ist alles okay. Was können wir denn hier? Hier ist auch wieder Holzverkauf. Warum ist denn hier jetzt auch Holzverkauf? Ist auch viel Holz hier. Ja, schönes Industriegebäude hier. Kann man so geben, ne? Jo, ist groß. So, was haben wir denn hier? Energy, achso, das war das hier, ja. Haben wir schon gesehen. Traubenzuchtanlage. Muss meine Maus mal da hier ein bisschen putzen hier. Hat jemand wieder gegessen hier auf meinem Tisch hier. So. Getreide. Ja, es scheint amerikanisch zu sein. Sieht ein bisschen abgeschnitten aus da hinten. Ja, okay. Also hier haben wir halt, ne, Zug mieten. Ich weiß gar nicht, wo der Zug hinkommt hier. Kommt der per Wasser? Ah, der Zug kommt jetzt per Schiff. Das ist gut. Dann bestellen wir mal ein Schiff. Warte, wir brauchen wahrscheinlich ein bisschen Kohle. Dann würde ich sagen, ja, wir nehmen den Zug und bestellen uns mal den Zug, ne? Dann gucken wir mal, wo der Zug kommt. Der kommt hier auf dem River. Da kommt der Zug schon, da hinten. Ja, ein sehr schöner Zug. Das sind die neuen Züge, die können auch schwimmen, ne? Amphibienfahrzeuge. Ein sehr schöner Zug. Ja, da kommt er schon. Wir können ja bestimmt mitfahren, oder? So, der Zug kommt vorbei, das ist gut. Das ist nicht schlecht. Habe ich mir sehr gewünscht. Mal ein wandelnder Zug. Jetzt musst du hier halten. Stopp. 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 Wir probieren mal drauf zu gehen. Also Kohle ist da. So, sehr guter Zug. Können wir da auch mitfahren oder selber fahren. Hier. Oh doch. Dein Ernst? Wir können Zugschiff fahren. Also Zugschiff, ne? Ich fahre jetzt hier. Wo fährt denn der geradeaus hin? Warte mal, das sieht man gar nicht, ne? Was ist denn hier? Ach, hier ist Map-Ende.
Dann kann man mit dem Zug hier schön auf dem Wasser fahren. Jo. Weil man hätte es auch ändern können, glaube ich. Ne? Man kann, glaube ich, den Text ändern, wenn man möchte. Und Giants hat gesagt, das ist halt ein Wasserzug. Der muss halt Zug heißen. Ne? Vielleicht extra gemacht, dass die Leute wissen, aber ich hätte jetzt da Schiff oder so genannt. Ach, das ist auch nett hier, ne? Er steht, das ist der Wasser, die sind nicht zusammen gemacht extra, sondern das ist immer ein kleines Stück Wasser, also Luftdruck, ne? Das wird so vorhergeschoben. Dann wird die Luft kompressiert und dann kann man hier vorne das schieben. Ja, schön für dich. So. Oh, auch nicht schlecht. Nein, muss ich so hier aussteigen. So, wir waren ja hier eigentlich, ne? Dann hatten wir hier die Ölmühle. Da waren wir... Waren wir nicht? Nein, da waren wir nicht. Okay, Ölmühle, gut. Komischer Zaun hier, Doppelzaun. Ich glaube, da war da nicht... Hä? Warum muss man hier einen Doppelzaun machen? Das ist ein Schutz, ne? Dass ja kein Auto reinfährt. Ist ganz wichtig, dass man das macht, ne? So, hier, Soul Energy waren wir schon. Da waren wir schon... Dann haben wir hier Getreidemühle, waren wir auch schon. Dann haben wir hier schon wieder Elektrotankstelle. Da fahren ganz viele Elektroautos rum, ne? BGA. Gut. BGA. Kann man hochfahren, das ist gut. Bisschen weit weg, ne? Geht. So, das, die BGA kenne ich, glaube ich, so. Meine Fresse, ja. So, BGA, alles gut. Fahrsilo haben wir keins. Das ist nur zum Verkaufen hier. Also, kannst du knicken, kein Fahrsilo. Ja, kostet bestimmt auch wieder 1 Million, 1,5 Millionen. Das ist wieder klar. Fahrsilo gibt's keins. Nein. Hallo. Jo, kein Fahrsilo hier, ne? Ah, da drüben. Oh, da ist er bescheuert. Ein bisschen weit weg, würde ich sagen, ne? So, Muslifabrik. Wieder keine Details hier. Das mögen die Leute einfach nicht, ne? Wer mag das schon, wenn es zu viele Details hat? Hier haben wir mehr. Das ist hier gut. Oh, da hat einer seinen Hammer vergessen. Wir werden den mal mitnehmen. So, hier drauflegen. Ja, ist ein bisschen zu leicht, ne? Wir kloppen mal. Warte mal, wir können ja den drehen. Warte mal, wie können... Nein, nicht wegschmeißen. Komm doch mal. Wo willst denn du hin? Okay. Ist ganz ein spezieller Hammer. Wir schreiben den die Scheibe ein. Geht nicht. So. Dann gehen wir weiter hier. Molkerei. Wir haben eine Molkerei, ist auch gut, ne? Da muss man jetzt nicht weiter darauf eingehen. Hier kommen wir zum Viehhandel. Vieh. Hier ist das Vieh. Das ist aber schön gemacht hier jetzt, ne? Das kann man hier so geben. Jo. Hier einfach eine kleine Stadt oder so, ne? Einkaufszentrum. Kann man hier... Der hat irgendwie ein Problem mit dem... Ah ne, der hat extra gemacht, ne? Das ein bisschen schräg ist hier, ne? Ja, das ist gut. Guten Tag. Was machst du mich an? Lass sie ja in Ruhe, du Penner. Schön. Also, schlecht ist jetzt nicht, ne? Oh, Kleinigkeit. Was haben wir denn hier noch? Die Spinnerei. Da, wo die Leute spinnen. Also, hier überall die Spinnen, ne? Ja. Ja. Ah, hier haben wir einen Zug schon wieder. Der hat sich ein bisschen mit den Zügen hier, ne? So, hier unten auch Zug. Dann haben wir hier noch Wollmüll. Noch eine Sägerei. Ja, okay, wenn du meinst. Ich habe immer gedacht, das muss auch auf Deutsch sein, aber irgendwie hält sich Giants da nicht immer daran, ne? Hier unser Hof. Oder wir sind in der Nähe des Hofs. Ja, hier haben wir, da drüben haben wir noch ein Gebäude hier. Da gehen wir mal gucken. John's Farmer Market. Ja, okay. Das ist mal, passt rein hier. Das ist ein bisschen hier... Trocken irgendwie, ne? Jo. So, hier haben wir noch Clever Motors. Das ist der Shop hier. Das ist der Shop. Dann haben wir hier einen Trecker.
Wo ist ein Stapler natürlich? Da ist ein Silo halt, eine Schreinerei. Hier. Wir gehen jetzt zu unserem Farmhaus. So, wir gucken von der Straße her mal, wie ist denn unser Farmhaus? Wir haben einen Brivekasten, den können wir nicht mitnehmen. Das Haus ist eigentlich ziemlich schön hier, so schräg, ne? Gefällt mir. So, was haben wir denn? Wir haben ja riesig viele Hallen hier, ne? Also das ist ja der Wahnsinn, ich habe noch nie so viele Hallen gesehen. Wir haben eine Halle, bis jetzt. Wir kommen nicht mal... Wir können auch nach unten laufen. Das ist Standard House. Also Standard, ne? So, gehen wir mal nach oben gucken. Wir können... Ah, hier hinten hat er Sachen... Ja, wahrscheinlich. So, wir könnten eigentlich hier... Da können wir ein bisschen... Ah, oh, schön. Ein bisschen Bali spielen. Können wir den abschießen? Ja. Wir machen den da rein. Machen wir nicht. Wir schmeißen den raus. So. Ja, wir können ganz viele Sachen rausschmeißen, aber wir lassen die hier, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben doch hier einen T8. Der hat PS. Ah, hier ist er. Hier ist er doch. So, wir haben 351 PS. Und der Flug braucht 360 PS. Wir haben zwei Trecker. Wir haben den 351er und 273 PS. Wie stehen hier alle hier rum? Ja. 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 Ist halt einfach kein Platz hier, ne? Also du musst das selber gucken, ne? Kannst du ja gucken, was gehört uns denn? Das ist ein Feld hier. Da drüben, das ist auch uns. Ja, ist schön flach hier, ne? Ja, sehr flach. Da muss man sich da wahrscheinlich erweitern hier, ne? So, was gehört denn sonst noch uns? Also das Farmhaus mit Feld 3. Ansonsten nichts, ne? Ansonsten gehört uns nur das hier noch. Nein, das Wasser. Also nur das kleine Stückchen hier. Oh, ist ein bisschen wenig, ne? Von der Landschaft her ist ziemlich... Oh. Ja, man könnte sagen flach, ne? Es ist schon ziemlich flach. Katsching. So. Ja, viel gibt es ja hier nicht zu sagen, oder? Zu der Map. Da würde ich eigentlich sagen, wer das so mag, kann es sich so runterladen, ne? Bei Motor von Scheins. Lad's dir runter. Also, es ist jetzt nicht schlecht gemacht. Also, es ist jetzt wirklich nicht so... Ne, wir haben schon Schlimmeres gesehen. Ne? Rumgucken müssen wir jetzt nicht. Es gibt viel Wald. Ist klar, überall Wald und noch mehr Wald und noch mehr. Und wir gucken mal in die Richtung. Da haben wir schöne Hügel für Wald. Also es ist wirklich, es hat schon Hügel, ne? Nur die Felder sind halt flach. Da kann man sich nicht beschweren. Und auch zum Holzen ist es auch gut hier. So, nur haben wir am Anfang nichts zum Holzen, weil er nur für Felder gemacht hat, ne? Geht ja. Gut. Also, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bis dann.